Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es richtig leckere und weihnachtliche Mini-Nussecken vom Blech. Diese sind weihnachtlich angehaucht und schmecken mega lecker. Wenn ihr diese einmal selbst gebacken habt, werdet ihr nie wieder mehr welche kaufen. Da bin ich mir ganz sicher. Sobald ihr diese probiert habt, werdet ihr den Geschmack von selbstgebacken und industriellen Nussecken herausschmecken. Wenn ihr wissen wollt, wie ich meine zubereite, dann müsst ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Ich komme jetzt zu den Zutaten. Und das sind die folgenden Zutaten, die ich vorbereitet habe für unsere leckeren Mini-Nussecken. Ich habe wieder alles eingeteilt, sodass es einfacher für euch ist zu verstehen, was man wofür braucht. Für den Teig nehme ich 50 Gramm gemahlene Nüsse, das ist egal, ob ihr jetzt Haselnüsse, Mandeln oder Walnüsse nehmt. Ein Päckchen Backpulver sowie 150 Gramm Weizenmehl Typ 405. Außerdem ein Päckchen Vanillezucker sowie 60 Gramm Zucker, 70 Gramm Butter und ein Ei, welches Größe M hat. Die genannten Zutaten werde ich alle zu einer Teigkugel verarbeiten und das wird dann der Boden für unsere Nussecken. Auf den Teig gebe ich dann noch im rohen Zustand 100 Gramm Aprikosenmarmelade. Diese werde ich vorher etwas aufwärmen, damit die streichfähiger ist. Und danach kommt die Nussschicht. Für die Nussschicht nehme ich 200 Gramm gehackte Haselnüsse. Ihr könnt da wieder, welche Nüsse ihr zu Hause habt, verwenden. Ob Walnüsse oder auch zum Beispiel Haselnüsse. Das ist egal, ihr müsst diese nur hacken. Und dann kann man diese auch ganz gut verwenden. Außerdem eine Vanilleschote, den Inhalt davon, sowie 60 Gramm Zucker, sowie 60 Gramm Zucker und 100 Gramm Butter und 2 Esslöffel Wasser. Diese Zutaten werde ich alle in einen kleinen Topf geben, miteinander vermengen und auf niedriger Stufe einmal aufkochen lassen, bis das komplette Wasser dann verdunstet ist. Meine Nussecken werde ich dann bestreichen oder bespritzen mit geschmolzener Bio-Schokolade und einem Esslöffel Kokosöl. Nun beginne ich mit dem Teig und da gebe ich einfach alle Zutaten, die ich genannt hatte, in meine Schüssel. Und zwar Zucker, Vanillezucker, sowie die trockenen Zutaten, Backpulver, Mehl und die Haselnusskerne, dann noch die Butter und das Ei. Und nun rasch alles zu einem Teig verarbeiten. Zwei Minuten habe ich den Teig jetzt zu einer Teigkugel geformt. Der ist sehr weich, der Teig, weil die Butter auch schon zimmerwarm war. Und nun werde ich ihn jetzt in meine Auflaufform geben und schön platt drücken. Dafür habe ich mir ein übliches Backblech bzw. eine Auflaufform genommen. Und das habe ich ausgekleidet mit einem Backpapier. Und habe ich mir jetzt so meinen Kuchenrahmen reingegeben. Das ist aber kein Muss. Das könnt ihr auf euren Backblechen ganz genau machen. Ich habe das jetzt einfach nur genommen, damit die Ränder gleichmäßig werden. Und nun nehme ich den Teig und werde diesen komplett einmal hier platt drücken. Und anschließend die Aprikosenmarmelade darüber streichen. Die müsst ihr vorher auch nicht aufheizen oder so. Die könnt ihr einfach da drüber geben und bestreichen dann. Im Ofen wird sie sowieso weich. Und so sieht das jetzt aus. Und jetzt kommt da oben drauf die Aprikosenmarmelade. Da habe ich mir jetzt einfach 100 Gramm Aprikosenmarmelade in die kleine Schale gegeben. Und nun bestreiche ich meinen Teig damit. Und das muss auch nicht ganz dünn sein. Umso fruchtiger und saftiger bleiben die Nussecken dann am Ende, wenn welche überbleiben sollten in den nächsten Wochen, was ich aber nicht glaube.
Mein Ofen habe ich bereits gestellt auf 160 Grad Ober-Unterhitze. Die Nussecken backen dann so etwa 30 Minuten, je nach Bräunungsgrad der Nüsse obendrauf. Und dann werde ich meine Nussecken noch im warmen Zustand schneiden. Das mache ich immer am liebsten im warmen Zustand, weil sie sonst brechen würden, wenn sie abkühlen. Ich lasse die natürlich abdampfen und schneide die dann auch schon immer direkt. So, damit bin ich jetzt zufrieden. Das kommt jetzt erstmal zur Seite und jetzt mache ich die Nussschicht. Bei der Nussschicht, da stelle ich meinen Herd auf höchster Stufe und dann gebe ich die ganzen genannten Zutaten, Butter, Zucker und die gehackten Haselnüsse in meine beschichtete Pfanne. Und jetzt nehme ich noch das Mark von meiner Vanilleschote, das kratze ich da jetzt raus und gebe das mit hinein. Außerdem noch die 2 Esslöffel Wasser. Und jetzt kann alles schön verrührt werden. Achtet unbedingt darauf, dass alles schön in Bewegung bleibt, damit auch nichts anbrennt. Das geht bei Nüssen und Zucker ganz schnell. Vanillemark habe ich jetzt auch schon hinzugefügt. Und wer mag, kann an dieser Stelle auch noch etwas Lebkuchengewürz oder Zimt mit hineingeben. Das mache ich jetzt auch. Das ist eine richtige Lebkuchenpaste. Da reicht ein Teelöffel aus und gibt richtigen, schönen, weihnachtlichen Lebkuchengeschmack. Das riecht hier schon richtig toll weihnachtlich. Und der Herd ist die ganze Zeit auf höchste Stufe. Gleich fängt das bisschen an zu rösten. Und die gehackten Nüsse geben dann auch schon richtig tolles Aroma ab. Ach so, alternativ kann man zu der Lebkuchenpaste Zimt geben. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade erwähnt hatte. Auf jeden Fall wollte ich das nochmal dazu sagen. Und das mache ich jetzt hier noch so 2 bis 3 Minuten. Und dann bin ich damit auch schon fertig. Die Nüsse müssen gar keine Farbe annehmen. Die kommen außerdem jetzt oben auf dem Teig im warmen Zustand. Und im Ofen können sie dann schön knackig werden. Die sind jetzt leicht goldbraun. So reicht mir das. Und die werden ja nochmal nachbräunen im Ofen. Und jetzt gebe ich die Masse auf den Teig. Ich gebe jetzt die Nussschicht auf. Die Aprikosenschicht. Passt da unbedingt auf, weil Zucker und Butter wird unheimlich warm. Nicht, dass ihr euch da die Finger verbrennt. Und diese Zutaten sind jetzt nicht so viele. Ihr könnt natürlich die doppelten Zutaten nehmen, wenn ihr mehrere Nussecken backen wollt. Das ist ungefähr ein Rezept für ca. 30 bis 40 Nussecken, je nachdem, wie ihr sie schneidet. Wenn ihr da so kleine Stellen mit Aprikosenmarmelade sieht, die da so rausquillt, ist das überhaupt kein Problem, keine Sorge. Das schmilzt im Ofen und karamellisiert nachher und umso saftiger wird dann die Nussecke sein. Und so kommt das jetzt in den Ofen und ich zeige euch dann gleich, wie dieses leckere Blech voller Nussecken fertig gebacken aussieht. Stell meinen Wecker auf 30 Minuten. Die Schokolade, die werde ich schmelzen mit der Restwärme des Ofens, wenn die Nussecken in etwa 30 Minuten dann aus dem Ofen kommen. Bis das dann alles abgedampft ist und so weiter, nutze ich den Ofen, wie gesagt, mit der Restwärme und dann schmilzt alles schön vor sich hin. Und dann gebe ich ungefähr einen Teelöffel vom Kokosöl hinein und mache die Schokolade somit geschmeidiger und streichfähiger. Wer kein Kokosöl hat, kann als Alternative auch einen Esslöffel neutrales Speiseöl verwenden. So, der Wecker klingelt und das bedeutet, die Nussecken kommen jetzt aus dem Ofen. So sieht das jetzt aus und jetzt nehme ich die Schokolade und lasse diese bei der Restwärme schmelzen. So, jetzt werde ich die Nussecken etwa nach 7 bis 8 Minuten vom Rand lösen bzw. einschneiden. Und man merkt schon, dass sie richtig fest geworden sind und abgekühlt und nicht so weich und flüssig wie am Anfang, wenn sie direkt aus dem Ofen kommen.
das mache ich jetzt mit dem Einteilen und dem Randlösen direkt. So, die Schokolade ist jetzt vollständig geschmolzen. Jetzt nehme ich mir ungefähr einen Teelöffel von dem Kokosöl. Das reicht. Schokolade, herrlich! Da wird jemand albern. Und jetzt wird alles miteinander verrührt und homogenisiert. Und dann ist alles schön streichfähiger. Heute werde ich allerdings nur die Ecken eintauchen. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ob ihr die Ränder komplett damit bestreicht oder einfach nur die Ecken, so wie ich. Das ist euch überlassen. Aber ich überlege gerade, ich habe so viel Schokolade. Ich glaube, ich mache das auch mit den kompletten Rändern. So sind die Eimer komplett abgedichtet quasi und länger haltbar. Dafür nehme ich mir dann immer so eine Nussecke und tauche diese dann vorsichtig ein. Streife das hier mit dem Pinsel ab und das mache ich jetzt mit allen Seiten. Und dann vorsichtig auf ein Backpapier geben. Und so verfahre ich jetzt mit allen Nussecken. So, mit der Schokolade und den Pinseln bin ich jetzt fertig. So sehen die jetzt aus. Eine ist mir leider gebrochen, aber die wird jetzt gleich trotzdem vernascht. Ich lasse den Rest hier noch vollständig abkühlen und sobald sie dann trocken sind mit der Kuvertüre, werde ich sie auf einem Teller platzieren und euch im Anschluss zeigen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Hinterlasst mir gerne einen netten Kommentar oder auch einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch eine wunderschöne Adventszeit und einen ganz tollen zweiten Advent und sage jetzt schon mal bis zum nächsten Mal. Hallo.